fangen wir an zu starten. Ja, wir befinden uns ja auf der Zielgeraden, sind nunmehr nur noch 3 Spiele stehen aus. Und wir ganz Bochum und auch wir Fans hoffen und fiebern natürlich, dass wir die Ausgangslage verteidigen können. Und wir freuen uns natürlich heute auch mit dir das Interview führen zu können auf der Zielgeraden, obwohl deine Zeit ziemlich eng bemessen ist natürlich. Und du bist natürlich der Mann, der erheblichen Anteil daran hat, dass wir alle Fans, wir auch Spieler, Staff, Verein, Funktionäre von Träumen können, dass was passieren kann. Und daher freuen wir uns, Thomas, dass du dir die Zeit nimmst. Die erste Frage, die wir an dich natürlich haben, ist, wie fühlt es für dich gerade an, dass du der Trainer bist nach Friedhelm Funkel 2010, 2011, der uns alle träumen lässt mit Spielen gegen Dortmund, Bayern und Co.? Ich muss ehrlich sagen, diese Gedanken habe ich noch gar nicht gehabt, weil ich meine, ich bin hier angetreten, habe die Möglichkeit bekommen, ja, meinen Verein trainieren zu dürfen nach vielen Jahren, um ja, um Fuß zu fassen im bezahlten Fußball. Und dass es jetzt so eine Situation gekommen ist, dass man die Mannschaft in der schwierigen Phase übernommen hat, dass da was zusammengewachsen ist, dass man eigentlich alleine kann man sowieso nichts daran verändern. Da gehört immer die Mannschaft dazu, da gehören Dinge dazu, da gehört das ganze Staff-Team dazu. Ich sehe mich auch immer als Teamplayer an. Natürlich stehe ich mehr oder weniger an erster Linie oder in erster Reihe und muss die Verantwortung für Ergebnisse übernehmen, und was ich auch sehr, sehr gerne mache. Aber für mich ist immer ein Zusammenspiel, und es ist natürlich schön, wenn man im Moment die Möglichkeit hat, aus eigener Kraft 3 Spieltage vor Schluss vielleicht einen Traum, den viele seit Jahren haben, zu verwirklichen. Und ja, wir haben noch nichts erreicht, das ist auch klar, aber wir haben die Chance. Und wenn wir ein erfolgreiches Spiel gegen Regensburg machen, haben wir zumindest einen der ersten 3 Plätze. Wir wollen natürlich nicht den dritten haben, aber das ist, glaube ich, aufgrund dessen, wenn man die Entwicklung jetzt über die 1,5 Jahre sieht, schon ein großer Erfolg. Und wir wollen natürlich versuchen, den bestmöglichen Erfolg zu haben. Ja. Innerhalb eines Jahres hast du es geschafft, mit deinem Staff-Team den VfL aus der Abstiegsgefahr zu befreien und sich zum Aufstiegskandidaten sozusagen zu entwickeln. Ja, mit welchen Mitteln oder Wegen oder Tugenden konntet ihr das erreichen? Also für mich ist immer in erster Linie wichtig, dass man eine klare Führung hat. Das ist jetzt nicht so, dass ich ein Diktator bin oder sonstige Dinge, sondern ja, das ist, also ich glaube, dass ich ein sehr kommunikativer, ein sehr offener Typ bin. Ich war als Spieler auch nicht einfach, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Also ich glaube, einige Trainer können es auch bestätigen, dass ich mit Sicherheit nicht immer ein dankbarer Spieler war, aber mir ging es auch immer alleine, ja, ich wollte einfach Erfolg haben, ich wollte spielen. Für mich war das Schlimmste, wenn ich auf der Bank saß, das war für mich eine persönliche Beleidigung, und so versuche ich auch mit den Spielern halt umzugehen, weil ich halt gewisse Dinge selber erlebt habe, wie man selber war, und ich glaube, dass ich mit vielen Charakteren deswegen gar nicht so schlecht auskomme. Wichtig ist, dass man ja immer ehrlich ist. Ich habe Werte der Mannschaft vorgegeben, wo ich gesagt habe, die kann ich aber auch nur vorgeben, wenn ich sie selber vorlebe, und da ist eine gewisse Ehrlichkeit. Ich habe auch gesagt, die Mannschaft war, ja, die Qualität war ja immer schon da, weil das Gute ist ja, wenn man jetzt sieht, die Mannschaft hat sich ja nicht verändert im Vergleich zu letzten Jahr, was personell anbelangt. Ja, wir haben zwar mit Jordi Osetuto einen guten Spieler, der sich entwickelt hat, verloren. Wir haben mit Gerrit Holtmann einen ähnlichen schnellen Spielertyp dazu bekommen, aber an sich ist die Mannschaft ja geblieben. Der eine oder andere, klar, wenn man jetzt sieht, Beispiel Amel Bellacocha, der hat mal gespielt, mal nicht, jetzt ist er absoluter Stammspieler. Bei Silvera ist es leider im umgekehrten Fall, dass er letztes Jahr viele Spiele gemacht hat, jetzt im Moment halt hinter Zolli, weil Zolli es auch gut macht, hat nicht mehr so viel Einsatzzeiten bekommen, aber das ist halt das Geschäft, das ist auch im Fußball, ja, Fußball ist ja auch schnelllebig, das kann sich wieder in die andere Richtung wieder auch verbessern bei dem einen oder anderen. Und das war für mich halt einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass jeder erstmal auf den anderen schaut, was für Fehler er macht, und nicht bereit ist, erstmal an die eigene Nase sich zu fassen. Und das habe ich versucht immer wieder zu vermitteln, dass es nur erstmal an die eigene Nase fassen, dass man dann sagt, okay, dann kann man schauen, was vielleicht der Partner nicht gut macht, gegenseitig unterstützen. Man, ja, ich wiederhole mich ja auch, weil ich schon einige Interviews gegeben habe, dass man nicht mit jedem Kaffee trinken muss, nicht gut Freund sein muss, aber auf dem Platz, das muss eine, ja, gewisse Harmonie muss trotzdem da sein, es muss Respekt da sein, und ja, jeder muss auch Fehler des anderen irgendwo tolerieren und vielleicht dann versuchen auszubügeln, und ja, das hat sich dahingehend entwickelt, und das kannst du als Trainer nicht alleine, da brauchst du das Staff-Team, die das mittragen, plus die Mannschaft, die das auch mitleben muss. Und das war für mich wichtig,
dass ich immer wieder die Mannschaft mit einbeziehe. Natürlich hat man Führungsspieler, die viel Erfahrung schon gesammelt haben, wo ich auch immer wieder sage, ja, ich setze mich auch immer wieder mit einem Art Mannschaftsrat zusammen. Ja, das kann jetzt der ein oder andere sagen. Ja, man könnte es ja auch als Schwäche auslegen, wenn man vielleicht mal was Taktisches bespricht oder eine Meinung der Mannschaft einholt. Aber das ist meine Art, weil die Mannschaft muss auf dem Platz stehen. Sie müssen sich wohlfühlen. Natürlich gebe ich die Richtung vor. Aber ich höre immer wieder rein und höre mir Meinungen an, weil das ist das, glaube ich, was wichtig ist, dass man die Spieler irgendwo mitnimmt, um gemeinsam dann die Dinge, die man versucht zu erarbeiten im Training, dass sie bestmöglich auf dem, ja, im Spiel dann umgesetzt werden. Und ja, es hat sich so ein Bewusstsein entwickelt. Wie gesagt, am Anfang war es so, ja, man hatte immer wieder ja irgendwie Ängste, oder wenn man überhaupt Ängste sagen sollte, dass man was verlieren kann, anstatt man kann was gewinnen. Ja, und ich glaube auch am Anfang, als ich die Mannschaft übernommen habe, ich glaube, wir haben zusammen gemeinsam, glaube ich, erst das 8. Spiel gemeinsam verloren. Nur wir hatten halt leider viele, viele Punkte verschenkt, weil wir die Ergebnisse nicht in dem Moment verteidigen konnten oder im besten Fall ausbauen konnten. Und das hat sich dann dahingehend entwickelt, dass eine Selbstverständlichkeit irgendwo gekommen ist. Und ja, ich bin froh, dass es so ist. Und für mich ist es wichtig, dass es dieselbe Mannschaft ist und wir nicht 8 neue Spieler haben, wo man dann sagen kann, ja gut, es sind jetzt die 9 Spieler, die das alles machen. Nee, es ist dieselbe Mannschaft. Und das ist einfach schön zu sehen, dass man gemeinsam was erarbeitet hat, dass man sich ja auch gemeinsames Vertrauen zueinander hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und all diese Punkte sind alles Mosaiksteinchen, um im Moment dazustehen, wo man steht. Aber das soll natürlich noch nicht das Ende sein. Also wir wollen definitiv da stehen bleiben. Aber es sind noch 3 schwere Spiele. Ja, 3 schwere Spiele. Das stimmt, da sagst du was. Hat es vielleicht damit auch zu tun, dass keine Zuschauer im Stadion sind, keine Fans, dass es vielleicht den einen oder anderen jungen Spieler dazu ermutigt, halt freier aufzuspielen in dem Moment? Man spielt ja alles mit sich. Ja, es ist immer natürlich einfach gesagt, wenn ich sagen würde, nee, ohne die, Gott sei Dank sind die Fans nicht da, dann werde ich am Pranger gestellt. Ja. Nein, also ich bin ja auch irgendwo Fußballer gewesen, ja, und klar, ich darf jetzt in dem Bereich weiterarbeiten und ich weiß, wie schön es ist, in einem vollen Ruhrstadion zu spielen, ja, welche Euphorie da sein kann. Natürlich weiß ich auch, und das ist ja, ja, dass natürlich das Publikum auch sehr kritisch ist. Ja, das war zu meiner Zeit schon so. Sie wollen zu meiner Zeit oder auch vor meiner Zeit, da war, glaube ich, Bochum, wenn sie gekämpft haben, gefeitet haben, das war, ja, das haben die Zuschauer mehr honoriert. Ja, jetzt haben sich die Sachen trotzdem ein bisschen geändert. Jetzt musst du auch in Bochum einen guten Ball spielen, ja, um richtig Euphorie zu entfachen. Natürlich sind die Ergebnisse an erster Stelle. Es ist sehr, sehr schade, dass gerade in der Situation keine Zuschauer da sind, weil ich denke dann, du könntest das Stadion wahrscheinlich zweimal Ausverkauf haben. Ja, das ist leider nicht der Fall. Deswegen versuchen wir alles leider ohne unsere Fans vor Ort. Wir wissen aber, dass alle hinter uns stehen, bestmögliche Ergebnisse abzurufen. Und ja, ich kann ja nicht in die Köpfe der Spieler reinschauen. Ich denke schon, es gibt Spielsituationen, wenn halt mal ein Fehlpass gespielt wird. Natürlich geht dann ein Raunen durch die Stadien oder durch unser Stadion dann auch. Ist ja nicht nur bei uns so, dass dann der eine oder andere vielleicht ein bisschen gehemmter ist. Aber natürlich ist es auch so, wenn du vielleicht mal in Führung gehst oder du merkst, dass der Gegner auf einmal drückt und du musst was verteidigen. Auch da kann natürlich das sehr positiv sein, wenn du dann nochmal einen Push bekommst, wenn du denkst, boah, den Sprint kann ich nicht mehr machen. Aber wenn auf einmal 20.000 schreien, dann setzt es auch nochmal Kräfte frei. Also deswegen, es ist schwer zu sagen, der ein oder andere, ja, aber wenn man Fußballer ist, wenn man diesem Beruf nachgeht, dann möchte man vor vollen Stadien und auch gerade vor unseren Fans definitiv spielen. Und wie gesagt, ist bei mir schon lange her, aber ich weiß, was dieses Stadion ist, auch zu leisten, wenn es voll ist. Ja, aber ich glaube, für dich als Trainer ist es auch wunderschön, in einem vollen Stadion zu spielen. Und glaub mal, so wie ihr gespielt habt in der Vergangenheit, die Stadien werden in jedem Heimspiel ausverkauft gewesen. In jedem Heimspiel. So stark, wie ihr momentan seid. Und da schließe ich mir gerade im Kopf so eine weitere Anschlussfrage kurz noch an. Ihr seid nach jeder Niederlage mit dem Sieg immer wieder zurückgekommen. Hat das Ganze auch was mit dem Training zu tun, wie intern gesprochen wird? Oder wie können wir Außenstehende uns das vorstellen, dass es auf einmal so greift, dass man immer wieder verstärkt oder gestärkt aus einer Niederlage rauskommt? Ich muss ja sagen, es waren ja eigentlich
selten Niederlagen, wo ich sage, wir waren absolut komplett unterlegen. Ja, es waren immer wieder Fehler, die dazu geführt haben oder auch Verhaltensweisen, die uns leider auf die Verliererstraße gebracht haben. Aber ich meine, wir waren mal am Anfang, wenn man das Braunschweig-Spiel, wo du in Überzahl warst, das war jetzt, ja, da verlierst du ein Spiel. Ich sage unterlegen, klar, warst du in Paderborn irgendwo die erste Halbzeit und trotzdem hast du die Möglichkeit in der zweiten Halbzeit das Spiel in die richtige Bahn noch zu lenken. Ja, Darmstadt bist du auch in Führung gegangen, obwohl es kein schönes Spiel war, aber es war von beiden Mannschaften sehr, sehr defensiv geprägt und dann wir bekommen drei Gegentore, obwohl du in Führung gegangen bist. Wir konnten es nicht, ja, ich sag mal, verteidigen oder ausbauen. Also es war, glaube ich, Kiel war ja dasselbe. Da hast du bis zur 60 Minuten ordentlich gespielt, innerhalb von 2 Minuten machst du es dir kaputt. Also ich muss ehrlich sagen, gerade bei den Niederlagen, es gab immer Phasen drin, wo ein Spiel hätte auch anders laufen können. Es gab natürlich auch Siege von uns, die hätten auch anders laufen können. Aber wichtig ist, dass man aus den Fehlern und ich glaube, behaupten zu können, dass wir selten denselben Fehler nochmal gemacht haben. Und das ist dann immer wichtig. Wir werden weiterhin andere Fehler machen. Fußball ist halt auch ein Fehlersport. Ja, Tore entstehen durch Fehler, durch oder meistens auch durch eine Fehlerkette. Ist ja selten, dass nur ein einzelner Fehler macht. Klar, wenn der Torwart einen Ball fallen lässt oder sonst, aber auch die Entstehung in Darmstadt der Tore, das war jetzt eine Fehlerkette. Ja, das waren Verhaltensweisen, die dann nicht gepasst haben und die dann halt dazu führen, dass du dann auf einmal, ja, drei Gegentore hast. Und wichtig ist immer, dass man es analysiert. Und ich habe auch die, glaube ich, auch deutlich gemacht, dass man selbst, wenn man erfolgreich war, dass man das genauso analysieren muss. Ja, kann ich nur Beispiel nennen in Düsseldorf, wo halt einfach die Effektivität sehr, sehr hoch war von uns und trotzdem kannst du ja schon 2-0 hinten liegen. Ja, auch das wird klar angesprochen, weil ich sage auch, im Erfolgsfall machst du ja auch die größten Fehler. Und das ist definitiv so. Wir versuchen das immer seriös zu analysieren. Wir versuchen, jeden Spieler besser zu machen. Und was wichtig war, ich glaube auch, dass wir die vermeintlich älteren, erfahrenen Spieler besser gemacht haben, um erfolgreich zu sein. Ja, also ich habe auch immer gesagt, so ein Toto, der immer ein Helfersyndrom hat, der überall rumläuft. Und ja, das ist auch sein Spiel. Aber wichtig ist, dass man trotzdem immer wieder eine Positionierung hat, wie wollen wir das vor der Abwehr haben, dass unser Mittelfeld nicht zu groß aufgerissen ist. Und auch da haben einzelne Spieler einen riesen Schritt gemacht, weil wir auch immer einzelne Analysen gemacht haben, um jeden unterstützend zur Seite zu stehen und dann als Mannschaft noch stärker zu werden. Ja, sagen wir auch immer in unseren Interviews oder sonst ist, wenn dir nichts einfällt, gib einfach dem Toto oder Robi den Ball. Die wissen immer, was damit anzufangen. Ja, dann bleibt der Ball bei uns, dann bleibt er in den eigenen Reihen. Ja, bin ich komplett d'accord mit dir. Seit dem 23. Spieltag sind wir aber jetzt natürlich Tabellenführer. Das heißt, wir sind quasi vom Jäger zum Gejagten geworden. Ist dies eine Art Treiber oder wie soll man sagen, eine Art positiver Druck und hat sich die Mannschaft in irgendeiner Art darin verändert? Wurden Ansprachen anders, härter, Erwartungshaltungen größer untereinander? Spricht man anders? Ist man aggressiver, wenn was nicht funktioniert? Ja, es gibt natürlich schon Phasen, auch ich kann ja immer nur einzelne Spiele beschreiben. Also ich hatte schon das Gefühl, als wir das letzte Vorrundenspiel in Sandhausen hatte, wo wir ja in Rückstand geraten sind, wo man dann gemerkt hat, oh, die Mannschaft, die möchte, aber ist sehr zerfahren, sehr unruhig. Wir haben dann trotzdem noch das 1:1 gemacht, aber das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, dass der Kopf immer entscheidend ist. Ja, natürlich hat jede einzelne Qualität, aber es spielt sich alles im Kopf dann ab. Und ja, wir sind jetzt in der Situation, ich kann Druck hast du als Fußballer, hast du ja immer. Ja, weil nochmal, es ist ein Wochengeschäft. Wenn wir verlieren am Wochenende, bist du als Trainer eine Bratwurst. Wenn du gewinnst, dann ist es in Ordnung. Ja, und deswegen hast du ja immer Druck. Und weil Fußball ist halt, ja, Sportart Nummer eins in Deutschland. Jeder darf dich auch bewerten. Es wird ja meistens anhand nur der Ergebnisse bewertet. Ja, oder wie du einwechselst, wann du einwechselst. Also das sind ja alles so Punkte, die man weiß, dass das halt kommt. Und natürlich, wenn jetzt die Spiele weniger werden, ich sage trotzdem, haben wir 31 Spiele bisher Druck gehabt. Ja, weil wenn du keinen Druck hast, kannst du keine Leistung abrufen. Und wir haben es halt in den 31 Spielen so weit geschafft, dass wir im Moment 3 Punkte vor auf Platz 1 stehen. Und jetzt werden die Spiele weniger. Ja, die Ausrutscher sollte man minimieren. Ja, andere Mannschaften müssen trotzdem erstmal uns aufholen. Ja, wir haben uns ein Polster erarbeitet. Fürth muss erstmal die 3 Punkte aufholen und es liegt ja an uns. Also ich sehe es als positiven Druck. Also letztes Jahr, ja, wenn es dann irgendwo Existenzkampf ist, ja, weil man genau weiß, wenn der Gang wirklich mal in die dritte Liga geht und man sieht die ganzen Vereine, die da spielen, finde ich, ist es nochmal eine ganz andere Drucksituation. Ja, und Druck, wie gesagt, hast du immer.
Jetzt ist es, ja, jetzt darfst du aufsteigen vielleicht. Letztes Jahr konntest du absteigen. Du musst Tabellenplätze holen, um Fernsehgelder für den Verein zu generieren. Also Drucksituation hat man immer, aber ohne Druck kannst du auch nicht die Leistung bringen. Ja, aber dieser positive Druck, so nenne ich ihn jetzt mal, ist das in den Ansprachen, dann den Spielern untereinander, wenn mal was schiefgelaufen ist, in der ersten Halbzeit oder am Ende, ist die Kommunikation untereinander anders geworden? Würde ich nicht sagen. Also mir ist es immer wichtig, dass die Spieler überhaupt kommunizieren. Ja, und auch das wird ja. Nein, ja, das ist ja auch manchmal das Problem. Ja, oder das Problem, was hätten wir als Problem? Also ich glaube, das sind ja auch noch sehr entwicklungsfähig. Ja, wenn man sieht, wir haben ja normalerweise einen Torwart, der viel coacht. Dann habe ich eine junge Innenverteidigung, die häufiger doch noch mit sich selbst beschäftigt ist. Ja, die dann auch, wenn sie den nächsten Step machen wollen, und das ist ja auch eine Entwicklung, vielleicht dann auch die Mittelfeldspieler-Coach, ja, du brauchst ja Toto und Robert selbst, die brauchen ein Coaching, ja, weil alles das, was ich vor mir sehe, ja, ist im Rücken meiner Mitspieler. Also kann ich den ja auch unterstützen. Und das sind wir noch nicht bei 100%. Und ja, jetzt sind die Stadien leer. Jetzt kommt natürlich jedes Coaching, ist ja für mich dann auch einfach, für die Spieler vielleicht manchmal geht es dann auf den Geist, weil sie mich natürlich, jetzt hört mich auch da rechts außen, wenn auf der anderen Seite spielt. Das ist im vollen Stadion, bist du froh, wenn du einen erreichst, der 10 Meter neben dir ist. Und ja, deswegen kommen auch manche Dinge auch vielleicht zum Tragen, wo der eine oder andere sagt, boah, was hat denn der jetzt wieder reingerufen? Also nicht als Trainer oder auch als Mitspieler, aber das ist ein normaler Sport. Ja, und ich kann nur von meiner Zeit erzählen, die schon sehr lange her ist, die vielleicht auch nicht mehr so interessiert, aber wir haben uns, also das ist dann noch erstmal Kindergartenfußball, was teilweise da gesprochen wird, oder wenn man sich mal gegenseitig ein paar Sachen an den Kopf wirft. Aber das gehört einfach dazu, weil jeder zieht daraus seine Motivation und versucht dadurch seine Leistung zu bringen. Okay, du hast viele, viele gute Stichpunkte gerade genannt. Kommunikation, Treiber, Antreiber. Jetzt ist Manuel Riemann, fehlt uns ja im Endspurt. Wir hoffen natürlich, dass er vielleicht sogar gegen Sandhausen im Tor steht, nach seiner eigenen Aussage. Ganz ehrlich, er soll lieber gesund bleiben werden für die neue Saison, wenn das nicht funktioniert oder ein bisschen Gefahr da ist. Er ist natürlich sehr kommunikativ. Er treibt und pusht natürlich auch die Mannschaft. Er ist ja als Leader auch quasi in der gegnerischen Hälfte im Gegenpressing gegen den Ball sehr, sehr kommunikativ und stark. Ich meine, wir hören es am Fernseher oder ich zumindest. Und das fehlt ja jetzt. Jetzt ist natürlich mit Patrick Drewes, der nicht so stark und laut kommunikativ ist, ein sehr guter Torhüter auch im Tor, der auch schon gezeigt hat gegen Heidenheim, was er kann. Wie kompensierst du das Ganze, dass jetzt von hinten nicht mehr die Kommunikation nach vorne auf den Druck kommt, auf das Angriffspressing? Ja, indem man die Jungs immer wieder vorhält oder zumindest sagt, dass sie mehr coachen müssen. Ja, und beim Patti natürlich jedes Spiel entwickle ihn auch weiter. Ja, ich fand das in Heidenheim, wenn du da reingeschmissen wirst, ja, zum wiederholten Mal, weil ich sag mal, in Mainz beim Pokalspiel war es ja ähnlich durch die rote Karte, und dass du dann sofort funktionierst, natürlich konzentrierst du dich erstmal auf dein Spiel. Ja, und das ist ja auch gut so, weil Torwart ist dazu da, erstmal die Bälle zu halten, ja, dass kein Ball über unsere Torlinie geht. Und aber man merkt jetzt auch schon, in Darmstadt war es schon besser, auch jetzt im Training, er wird immer selbstbewusster und fängt an zu coachen. Man kann diese beiden Spielertypen ja auch nicht miteinander vergleichen. Ja, und das ist ja immer das Interessante, weil einmal liest du, dass es, was Manu macht, viel zu krass ist, und oh, wie geht denn das? Wie kann er das machen? Ja, und dann ist es auf einmal wieder, ist alles wieder gut. Und deswegen, ich bin froh, dass ich zwei Torhüter habe, die auch unterschiedlich sind. Und wir haben jetzt, ja, wir haben leider einen Ausfall mit Manu. Jetzt wird Patti das weiterhin kompensieren und mal schauen. Klar möchte Manu so schnell wie möglich zurück, aber wir werden da definitiv kein Risiko eingehen. Und wir werden mit Patti gegen Regensburg spielen und werden versuchen, da 3 Punkte zu holen, und dann schauen wir dann weiter. Ja, ich bin frohen Mutes, das wird auch funktionieren. Also ich bin da mit Leib und Seele bei euch, das kriegen wir schon geregelt gegen Regensburg, definitiv. Jetzt sprichst du gerade schon Regensburg an und die weiteren Spiele. Jetzt kommt natürlich das von der DFL gesetzte Konzept rein, dass ihr quasi jetzt in ein Trainingslager geht, dieses Quarantäne-Trainingslager. Wo und wie findet das statt und inwieweit unterscheidet sich so ein Quarantäne-Trainingslager vom normalen Trainingslager? Oder ist Ja, es zum einen, nein, zum einen, wo es genau stattfindet, werde ich natürlich nicht äußern, weil auch da ist halt die Schwierigkeit, wir müssen halt schauen, dass, und da bin ich auch sehr froh und auch bisher sehr dankbar, dass sich unsere Fans definitiv immer, ja, immer dran gehalten haben. Wir wurden ja hier auch schon empfangen, aber mit geregeltem Abstand. Wir wissen auch, dass es keine einfache Situation ist. Natürlich ist jetzt eine Euphorie da, und ich bin froh, dass wir
als Mannschaft diese Euphorie entfachen konnten. Deswegen hoffe ich auch, dass weiterhin auch leider die Fans vom Stadion fernbleiben, weil wir auch das Impfzentrum hier in der Nähe haben, was auch dann eine große Schwierigkeit wäre bei aller Euphorie. Also da bitte auch nochmal ein Appell, dass bei aller Euphorie, dass wirklich wir versuchen, als Mannschaft auf dem Platz alles dafür zu tun, um die Träume zu verwirklichen. Und ich hoffe trotzdem, dass unsere Fans, ja, hört sich blöd an, aber leider zu Hause bleiben, um hier kein Chaos zu verursachen. Das fällt mir schwer, sowas zu sagen, aber es ist leider so. Und das Quarantänetrainingslager, ja, es ist dann halt, ja, wird so sein, dass das Einzelzimmer sind, dass wir halt nur vom Hotel dann losfahren zum Training, um hier dann trainieren zu können, dann wieder zurück. Wir haben keinen Kontakt nach außen. Natürlich haben wir untereinander ein bisschen Kontakt, weil wir dann auch in der Testung drin sind. Wir werden weiterhin unsere PCR-Testungen machen, auch jeden Morgen unseren Schnelltest, sodass wir da halt einfach leider abgeschottet sind. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um die Saison für alle bestmöglich zu beenden, sodass alle und gerade auch die erste und zweite Liga komplett zu Ende spielen können und das Ganze sportlich regeln. Es ist natürlich mit Kiel, hat man gesehen, sehr, sehr schwierig. Es ist natürlich ein Konkurrent von uns, aber trotzdem sage ich, ist es für sie unheimlich schwer und bisher absolut Respekt, was sie bisher geschafft haben. Man hofft natürlich immer auf einen Ausrutscher, aber wenn sie es wirklich schaffen sollten, dann kann man mehr wie einen Hut davor ziehen, aber wenn, dann können sie mit uns. Wir wollen natürlich mit diesem Weg gehen. Und das unterscheidet sich vom normalen Trainingslager, dass du halt auch nicht raus kannst. Ja, also wir können keine Spaziergänge groß machen. Wir können das. Wir sind halt komplett abgeschottet und es ist einfach sehr, sehr schade. Aber wir werden die Zeit bestmöglichst überbrücken, um uns auf die Spiele vorzubereiten. Und wir fahren ja dann auch schon, wenn wir dann ins Hotel gehen, am nächsten Tag, aber dann an dem Wochenende sind wir dann nochmal auswärts. Also wo du auch nochmal sowieso in ein anderes Hotel fährst. Und dann hoffe ich, dass wir ja vielleicht mit dieser Maßnahme den Traum verwirklichen. Unser aller Traum. Sage mal, ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man jetzt zum Saisonende in so ein Trainingslager gehen kann, wo man mehrere Einheiten am Tag dann auch trainieren kann, jeden Tag? Oder ist es doch eher, dass sich der eine oder andere quasi nach 24 nochmal megamäßig auf Hochdeutsch gesagt, auf den Senkel geht, ja, dass es dann noch wieder eher negativ ist, jetzt zum Ende hin? Ja, also ich meine, wir reden jetzt vom Ende hin, also da wirst du nicht jeden Tag zweimal trainieren. Ja, also man muss ja auch, nein, auch das ist ja, wenn man immer das schöne Wort Belastungssteuerung hört, also was du jetzt, ich kann jetzt nicht in einer Woche das aufholen, was ich vielleicht ein Jahr schlecht gemacht hätte als Trainer. Ja, und das ist halt, nein, das ist aber die Problematik, dass wir dann auch nicht permanent zweimal am Tag irgendwo das Hotel verlassen, um irgendwo trainieren zu können. Also da musst du ja auch schauen, du wirst dann auch ganz normal einen freien Tag dann irgendwann haben nach dem Spiel Nürnberg, ja, und dann ist die Woche auch sehr, sehr lang. Und es wird so sein, dass es mit Sicherheit nicht einfach wird. Wir versuchen natürlich bestmöglich erstmal die nächsten zwei Spiele erfolgreich zu gestalten oder zumindest erstmal Regensburg und dann Nürnberg. Und dann kann man sich Gedanken machen, wenn diese zwei Spiele erfolgreich waren, wie kann die letzte Woche ablaufen? Kann man vielleicht auch mal ein anderes Programm mit zusätzlich absolvieren, dass man, keine Ahnung, vielleicht mal ein Tischtennisturnier spielt oder sonstiges im Hotel? Aber dann ist halt wichtig, dass die Ergebnisse passen und wir werden alles dafür tun, dass wir uns nicht gegenseitig auf den Geist gehen. Und da würden natürlich jetzt erfolgreiche Spiele helfen, um das Ganze zu vereinfachen. Sag mal, wenn wir gerade auch so beim Training und so sind, wer ist eigentlich der aktivste und wer ist eigentlich der faulste Spieler im Training? Und ist es richtig, mal so auch für uns Fans nochmal, dass Toto Lusilla, wie er uns im Interview gesagt hat, immer noch der DJ der Mannschaft ist? Und was für eine Mucke legt der auf Helene Fischer? Also wenn Toto der DJ ist, dann hätte ich Angst, weil die Musik, die da läuft, also ich meine, ich habe jetzt auch ein gewisses Alter, aber ich denke, dass ich trotzdem noch irgendwo jung geblieben bin, das ist schon, also ich könnte mich mit dieser Musik, hätte ich mich früher als Spieler sehr schwer auf ein Spiel vorbereiten können. Und also ich würde mich wundern, ich habe ja auch gesagt, also dass die beim Spieltag oder dass die Mannschaft die, oder dass die Kabine eigentlich für die Mannschaft ist. Natürlich gehe ich als Trainer rein, wenn man eine Ansprache macht oder wenn man das macht, aber ich möchte, dass die Jungs irgendwo sich in ihrem Raum dementsprechend vorbereiten und was da für Musik läuft. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass Toto diese Musik jedes Mal auflegt. Also ich glaube, ich könnte schon unterscheiden, wenn mal eine andere Musik läuft, dann könnte ich sagen, okay, heute ist das. Und
Aber wenn die Jungs dann dadurch bessere Leistung bringen, dann können sie meinetwegen Querbeet hören. Und mir ist es immer wichtig, dass jeder sich auch individuell vorbereiten kann, weil ich kann ja nicht als Trainer reingehen und sagen, pass mal auf, du musst jetzt das machen, du musst das machen. Mir ist es wichtig, jeder bereitet sich so vor, um bestmöglich Leistung abzurufen. Und die sollen sich nicht gegenseitig durcheinander machen. Also der eine geht dann mit Kopfhörern und hört seine Musik und macht dann seine Übungen. Und das ist mir halt wichtig. Also da würde ich als Trainer, finde ich es schwer, wenn man da Vorgaben macht. Kristallisiert im Training auch so raus, wer ist so der Fleißigste und wer ist so der so ein bisschen heute mal auf Sparflamme trainiert? Sieht man sowas dann auch oder kriegst du sowas mit? Und kannst du uns vielleicht noch sagen, wer vielleicht? Also es ist ja manchmal unterschiedlich. Es ist ja auch so, dass natürlich wird nicht jeder über Monate in jedem Training alles abrufen können. Ja, ich meine, man kann sagen, dass ich, wenn ich jetzt eine Übung vorgeben würde, dass ich bei Toto Lucia und Robert Tesche kann ich Kaffee trinken gehen. Und ich weiß genau, die machen das zu 100%. Also deswegen spielen sie auch meiner Meinung nach in diesem Alter, und das ist ja schon ein sehr fortgeschrittenes Alter für einen Fußballer, auf diesem Niveau noch, weil sie immer trainieren, weil sie so gut wie nie verletzt sind, immer im Training versuchen, an ihr Limit zu gehen. Und das ist ein Grund, weswegen sie in diesem Alter im Moment für den VfL Bochum sehr, sehr wichtig sind. Ja, und jetzt der Faulste ist, also natürlich haben wir auch unser Polarsystem, wo wir die Daten lesen, aber ich glaube, als Trainer kann ich schon, habe ich schon auch ein Auge, wer manchmal Schlendrian drin hat, dann gibt es natürlich mal eine Ansage und letztendlich tun sich die Jungs keinen Gefallen. Und wenn jetzt als Beispiel nur, wenn jetzt ein Toto oder ein Robert Tesche von gefühlt 20 Einheiten eine Einheit dabei haben, wo sie mal wirklich faul wären, was er nicht ist, dann würde ich das als Trainer auch dementsprechend tolerieren. Ja, weil die Anzahl oder jedes Training, was sie gut gestalten, entwickelt auch jeden Spieler weiter, egal in welchem Alter. Und von den Jungen erwarte ich natürlich, dass sie dementsprechend in jedem Training noch mehr Gas geben, weil sie müssen erstmal dahin kommen, wo die Alten schon sind mit ihrer Erfahrung. Ja, und mit der Leistung, die sie auch gerade dann erbringen im Training oder im Spiel. Ne? Daran muss man Ja, und nicht das mehr ist. messen. Ja, und das ist, ich glaube, das ist halt auch so, auch das wird ja immer, klar, wird es immer beäugt, welche Mannschaft spielt, ja, wie wechselst du, warum wechselst du manchmal so spät und das. Ich kann ja immer nur, ja, ich würde mich ja nie rechtfertigen, ich kann ja immer nur sagen, welche Gedankengänge man hat, ja, weil wir haben ja auch 20.000 Trainer dann, jeder hat natürlich auch seine Lieblinge, die spielen sollten. Man sieht aber in der heutigen Zeit sowieso nicht, aber auch vorher kann man gewisse Trainingssachen nicht beurteilen. Manchmal wundert man sich auch, warum der eine oder andere Spieler mal nicht spielt, warum er nicht im Kader ist. Auch das sind Situationen, die einfach innerhalb eines Jahres, innerhalb der Mannschaft mal vorkommen, wo ich als Trainer dann eine Entscheidung treffe, hinter der ich dann auch stehe, weil ich gesagt habe, ich muss immer in den Spiegel gucken können und sagen können, ja, das war deine Entscheidung und du kannst auch mit der Konsequenz leben. Auch wenn sie vielleicht dann mal negativ ist, wir vielleicht mal ein Spiel verlieren sollten. Ja, ich habe ja auch eine Niederlage auf meine Kappe genommen, wo ich gesagt habe, da habe ich was von der Mannschaft verlangt, wenn man das Hinspiel gegen Fürth sieht, wo ich gesagt habe, ja, wir sind eigentlich eine aktive Mannschaft und da waren wir zu verhalten. Ja, das habe ich gesagt, habe ich auch kein Problem mit, das dann auf meine Kappe zu nehmen. Aber mir ist es immer wichtig, dass, ja, ich versuche immer die beste Mannschaft aufzustellen, aber ich weiß, danach bin ich auch immer schlauer und sage, Mensch, schade, der eine hat die Leistung nicht abgerufen oder die Einwechslung war nicht das, was man als Idee hatte. Ja, also deswegen hat man auch so viele Schlaubi-Schlumpfe dann, die dann auch sagen, ja, also war ja klar, wenn der einge, ja, danach weiß ich es auch. Aber da nochmal, in den Entscheidungen stehe ich, weil ich sie getroffen habe und ich versuche, ja, für das Team, für die Mannschaft, auch für den Verein immer, ja, die beste Mannschaft aufzustellen. Mal gelingt es halt weniger. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass ich sehr häufig, glaube ich, auch die richtige Entscheidung treffe, weil man auch die ganze Woche sieht, was halt mal passiert, was andere leider, oder was heißt leider, ich bin froh, dass andere das dann nicht sehen. Das ist auch eine Sache zwischen mir und der Mannschaft und bisher sind wir ganz gut gefahren. Ja, das haben wir auch in der Saison festgestellt. Du hast uns immer wieder mal überrascht mit verschiedenen Aufstellungen oder Einwechslungen, die wirklich sehr positiv dann auch waren. Und dann haben wir auch gesagt, holla, richtiger Riecher, richtige Idee, war richtig klasse. Aber wie gesagt, du hast uns immer oft überrascht, wo wir gar nicht mit gerechnet haben. Chapeau, für das gute Händchen. Ja. Eins möchte ich noch fragen, und zwar, du hast es eingangs erwähnt, als aktiver Spieler. Welcher Spieler hat denn dich in deiner aktiven Fußballerzeit am meisten beeindruckt im Spiel oder auch im Training? Also ich muss sagen, wir waren, ja, ich würde schon sagen, befreundet und auf dem Platz haben wir uns gehasst. Ja, das war also Thorsten Kracht, der ja auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass man hier beim VfL Bochum zu meiner Zeit ja tolle Zeiten erleben durfte, erfolgreich war, UEFA Cup reingekommen ist als Aufsteiger.
Und also da waren die Mitspieler so weit, die haben gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle, weil wir haben uns auf dem Platz richtig angemacht. Ich war ein junger Spieler, er wusste, dass ich das irgendwie abkann. Und wenn es mir zu viel wurde, habe ich dann zurückgebrüllt. Also das war dann, wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt gehabt, alle, was da für Worte gefallen sind. Und wir haben uns auch fast auf dem Platz geschlägert. Wir haben in der Halbzeit haben wir uns blöd angemacht, obwohl wir schon aufgestiegen waren. Und nach dem Spiel war das vergessen. Dann sind wir zusammen grillen gegangen. Da haben alle gesagt, ja, ihr seid nicht ganz dicht. Ja, aber deswegen, er hat es für seine Leistung gebraucht, ich für meine. Er war damals unheimlich wichtig. Ich habe da auch sehr viel gelernt, weil man muss irgendwo ein bisschen robust sein. Man darf sich nicht immer beeinflussen lassen. Und nur weil man einen Spieler was sagt, im Endeffekt, ja, hast du auch die Fans, die dann mit deiner Leistung manchmal vielleicht auch mal nicht zufrieden sind, wo du dann auch mal, ja, wenn du mal Pfiffe bekommst, und auch das. Das musst du einfach abkönnen, und von dem her war das schon wichtig, klar. Und mit Woschi, mit dem ich ja dann auch sehr lange auf dem Zimmer lag, wo ich auch da behaupten kann, ja, unheimlich guter Spieler. Ich habe immer zu ihm gesagt Spekulatius, weil er natürlich immer wieder spekuliert hat nach vorne, und wir mussten hinten die Arbeit machen. Aber auch das hat man als Team gerne gemacht, weil man wusste, wenn er den Ball hat, ja, dann entsteht was, und dadurch holst du Punkte und bist als Mannschaft erfolgreich. Und das habe ich versucht, auch hier in der Mannschaft immer wieder in die Köpfe reinzurufen, dass man manchmal für den anderen was machen muss, wo man vielleicht sagt, ja, vielleicht steht er da mal mehr in der Zeitung, aber dadurch hast du Erfolg. Und das war damals eine tolle Zeit. Aber es waren jetzt nicht nur die einzelnen Spieler, also man könnte viele Spieler aufzählen. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach, waren es tolle 3 Jahre, die man hier sehr, sehr erfolgreich war. Gegen wen hast du am ungernsten gespielt? Wer war der Gegenspieler, wo du immer sagst, boah, nicht schon wieder er? Das ist eigentlich schwer zu sagen, weil ich sag mal so, auf meiner Seite, ich meine, ich war jetzt nicht der schnellste Spieler, also ich glaube, ich hatte ein ganz gutes taktisches Verständnis, wo ich, ja, dadurch, dass ich nicht der Sprinter-Typ war, also ich war jetzt nicht unbedingt ein Gerrit Holtmann, na, und Schwer. weil er läuft rückwärts schneller, wie ich vorwärts gelaufen bin, und da musste ich halt taktisch halt gut sein, und ich habe eigentlich immer schnelle Gegenspieler gehabt, und ist jetzt schwer zu sagen gehen, also ich sag, Mario Basler war schon unangenehm, Ansgar Brinkmann, weil er halt auch, so als weißer Brasilianer hat er schon Dinge gemacht, wo du eigentlich gar nicht mit gerechnet hast. Aber jetzt, dass ich da immer schlecht ausgesehen habe, gut, ich sah einmal ganz schlecht aus gegen Zé Roberto von damals noch bei Bayern. Da wusste man auch, der macht 3 Übersteiger, zieht vorbei. Ja, man wusste es, und trotzdem kam er mir vorbei. Und das waren halt Spielertypen, die einfach ja schon eine Technik hatten, einzigartig oder richtig gut. Aber man hat sich dem immer gestellt, und es gab ja auch Spiele, die man auch gut gestaltet hat für den VfL. Das stimmt, das stimmt. Ja, zum Abschluss möchten wir eine ganz, ganz kurze Schnellraterunde kurz mal mit dir machen. Wir stellen eine Frage, geben dir 2 Antworten, eine schnelle Antwort. Haben wir ein bisschen von euch, von eurer Marketingabteilung adaptiert. Wir finden das total klasse. Coole Idee. Würde damit auch starten. Und die erste Frage wäre, eine gute Serie oder ein gutes Buch? Eine gute Serie. Zum Abschluss eines Trainingstages, Rotwein oder Fliegepilz? Ja, Fiegepilz. Christian Ronaldo oder Simon Zoller? Ich nehme beide. Wäre ein interessantes Duell. Zweitligameister oder Zweitliga-Vizemeister? Wenn ich es mir ausruhen darf, Meister. Weil wir immer nach dem Höchsten streben. So schaut's aus. Und da drücken wir dir ganz, ganz doll die Daumen, deinem Staff-Team, deinem Team, unserem VfL definitiv. Vielen Dank für das Interview, was du uns gegeben hast, nach dem offiziellen Interview. Ich habe extra keine Fragen gestellt, zu dem Gegner, weil das werden wir heute alles in der Pressekonferenz erfahren. Und von daher vielen Dank für den kleinen Einblick und was du uns, jetzt mitgeteilt hast. Und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Ihr schafft das, ihr packt das. Wir stehen da komplett hinter euch und wir wissen das vom Herzen her. Vielen Dank, Ja, Thomas. vielen Dank. Wir werden weiterhin alles tun, die letzten 3 Spiele noch erfolgreich zu gestalten. Ja.